Ein Auto verliert jedes Jahr 15% seines Wertes. Christian kauft ein neues Auto für 25.000 Euro. Frage: Wie viel Geld bekommt er nach 10 Jahren noch für sein Auto? Hier könnte man die Situation vergleichen mit Zinseszinsen, aber hier ist das kein prozentualer Zuwachs, sondern eine prozentuale Abnahme. Also können wir die gleiche Formel benutzen, in der wir aber hier ein Minus hinsetzen. Das heißt so. Wir schreiben aber zuerst alle Angaben auf. Das Startkapital liegt bei 25.000 Euro. Der Prozentsatz bei 15, also ist klein p gleich 15. Die Anzahl Jahre ist 10, klein n ist also 10. Und gefragt wird das Kapital nach 10 Jahren. Dazu nutzen wir diese Formel, in der wir C0 ersetzen durch 25.000, P ersetzen durch 15 und N ersetzen durch 10. Somit stoßen wir auf diese Rechnung. 15%, das macht 0,15. 1 minus 0,15 macht 0,85. Also bleibt noch diese Rechnung, die wir dem Taschenrechner aufgeben. Wir tippen 25.000 mal 0,85 hoch 10 ist, hier steht 4.921,86. Diese Antwort übertragen wir hierhin und vergessen selbstverständlich nicht, sie auszudrücken in Euro. Also nach 10 Jahren ist das Auto von Christian nur noch 4.921,86 Euro wert. Und die Aufgabe ist beendet.